So, ihr merkt schon, mit diesem Original Radio Z Double Play, nämlich Mighty Quinn, einmal die Beatfassung aus den späten 60ern und dann Anfang der 70er das Ganze mit Volldampf, rutschen wir in den Sound rein, den ihr eigentlich aus Living in the Past so richtig gewohnt seid, wo es ganz toll abgeht. Und diejenigen, die also Sorge gehabt haben, Bob Dylan, das war so richtig schöner Kuschelrock zum Einschlafen, denen kann ich versichern, jetzt machen wir erst richtig Dampf, denn die nächsten drei Coverversionen, die haben es ganz toll in sich. Feinste Musik vom Allerbesten und das ist natürlich auch was, wo der Thomas viel dazu weiß. Genau. Also ich war quasi eben selber gewissermaßen noch überrascht, gerade das, was man da gehört hat, bringt man wirklich nicht mit Dylan in Erinnerung. Also die ganzen alten Zeiten da mit Klampfe am Lagerfeuer, daran denkt man wohl nicht gerade, wenn man das, was man da eben gehört hat, mein Flipman, so zu Ohren kriegt. Ja, was jetzt kommen wird, ist erstmal eine Version von This Wheels on Fire, ganz, ganz klasse interpretiert von Judy Driscoll, Brian Auger and the Trinity. Das Stück im Original ja aufgenommen von Dylan nach seinem Motorradunfall, als er sich in Woodstock erholt hat, 67, und eigentlich wohl erst später auch mal richtig in den berühmten Basement-Tapes veröffentlicht worden. Ja, und ich muss schon sagen, so wie das Judy Driscoll da auch umgesetzt haben. Kult. Also im Grunde braucht man gar nicht viel dazu sagen, ne? Das spricht halt alles wirklich völlig für sich. Und was für dieses Stück gilt, das gilt noch viel mehr, kann ich nur sagen, erst recht für das nachfolgende Stück. Es war ganz klar, wir waren uns beide sofort einig, das muss einfach rein in die Sendung All Along the Watchtower, in der einfach einmaligen Interpretation von Jimi Hendrix. Und ja, kannst du fast wieder ins Wort fallen, erst recht wieder Kult. Ja, wobei, da blutet mir das Herz. Ich hätte auch das wahnsinnig gern doppelt gespielt, denn es gab ja vor nicht allzu langer Zeit ein Riesenkonzert zum 30. Jahrestag des Bühnenjubiläums von Dylan und da hat es Neil Young gespielt und Neil Young ist ja nun auch von der allerfeinsten Sahne. Und normalerweise müsste ich eigentlich beide spielen, aber was wir alle spielen müssten, wir ersticken hier in Dylan-Platten, die alle heute mit Sicherheit nicht mehr kommen. Aber an Hendrix kommen wir nicht vorbei. Wir kommen einfach nicht vorbei. Nicht zu machen. Ja, stimmt, man erstickt geradezu in diesen ganzen... Ich hoffe, gar nicht einmal Dylan-Platten, sondern einfach die Coverversion selbst schon. Ne? Ich hoffe, der Neil Young verzeiht uns das. Und wir werden den noch nachreichen, todsicher. Aber jetzt muss Jimi Hendrix dann... Die Gelegenheit wird es bestimmt geben. Ja, und last but not least, haben wir dann auch mal den Blick sozusagen in die ganz nahe Vergangenheit geworfen. Denn es zeigt sich, dass sozusagen nicht nur in den 60ern oder 70ern Dylan aufgegriffen worden ist und gerne gecovert worden ist, sondern das ist auch in den 80ern passiert und sogar noch weit in die 90er rein. Auch ein uralter Klassiker, der durfte dann sogar für einen Filmtitel herhalten, nämlich Knocking on Heaven's Door. Vielleicht sind sich der eine oder die andere von euch war mit drin. Also ich habe mir den Film ja, das ist, auch angeschaut. Da ist was ganz Witziges passiert heute, Thomas. Nämlich meine Tochter hat gesagt, da habe ich ihr erzählt, dass der Dylan nächste Woche hier spielt. Und da sagt sie, was, der lebt noch? Du machst eine Sendung über jemanden, der noch lebt. Du machst doch normalerweise über Elvis oder so. Sie sind doch alle schon tot. Sag ich, ja, Mädel, der lebt noch. Und du hörst ihn auch noch. Du hörst noch seine Lieder, weil du hast das schon mit Guns N' Roses gehört und du hast es mit Selig wieder gehört und hast den Film gesehen. Also, es ist nicht so, dass es hier um tote Leute geht. Die Musik, die lebt. Living in the Past mit Selig. Living in the Past, genau, in der Gegenwart. Aktueller denn je, gewissermaßen. So, ich glaube, das war jetzt langsam genug der Wort. Das soll wieder zur Musik kommen. Also, wie gesagt, erst Judy Driscoll, dann Jimi Hendrix und zu guter Letzt Selig. Ja, ruft an, sagt, ich muss unbedingt morgen kommen. Nee, es ist so, momentan sind neue Abschlüsse über Sendelizenzen für alle Privatsender. Und das heißt, wir wissen gar nicht, wie wir senden, wann wir senden, wo wir senden. Wir hoffen sehr drauf, dass wir vielleicht sogar ein, zwei Stunden mehr kriegen. Also die nehme ich mir einfach und muss sagen. Ja. Da möchte ich eben diese Richtung machen. Ich weiß nicht, was Sie oder was dich so da interessieren würde. Ja, das geht. Wenn ich auch dabei habe, das ganz schön coole Sachen. Sowohl die Spaß machen, als auch das schon ein bisschen was. Ne? Da gibt es eine große Palette. Ich
konkret ist noch überhaupt nichts. Ich habe mich ganz bösartig. Das große Bob Dylan Special zum Geburtstag übermorgen und zu seinem Live-Auftritt lange, lange war er nicht mehr da. Am Sonntag, den 31. Mai, spielt Bob Dylan live hier bei uns in Rock im Park. Tja, und was macht diesen Bob Dylan nach wie vor so aktuell? Um nochmal auf meine Tochter zurückzukommen, Knockin' on Heaven's Door, also dass er an die Tür des Himmels klopft, so. Weit ist es Gott sei Dank lange, lange, lange noch nicht tot. Da hoffen wir, dass weiter sehr viel gute EPs von ihm kommen. Es gibt zurzeit ja seit 3 Monaten wieder was ganz Neues von Bob Dylan. Spielen wir heute nicht, weil das müssen wir der Sektion aktuelle Musik überlassen. Wir haben uns den Oldies verschrieben. Aber für die echten Bob Dylan-Fans, die vielleicht irgendwann einmal aufgehört haben, sich neue Platten von ihm anzuhören, doch der Tipp, auch da reinhören. Das lohnt sich immer wieder. Selbst von diesem Knockin' on Heaven's Door hätte ich 10, 20 verschiedene Versionen spielen können, ob das nun Eric Clapton ist im Reggae-Sound oder was weiß ich. Die Entscheidung ist wirklich nicht leicht gefallen, aber da wollten wir eben auch mal den Kids zeigen, Dylan lebt. Gibt es übrigens so ganz nebenbei auch in einer ganz witzigen Version von der Nina Hagen auf Deutsch. Und da heißt dann aber nicht Knockin' on Heaven's Door, sondern Knockin' on Herman's Door. Das hängt damit zusammen, dass eine Zeit lang sehr unglücklich mit dem holländischen Wave oder Punk-Musiker oder was war er denn, Herman Brood liiert war und den wir zuerst dann gibt. Apropos Deutsch, da wären wir beim richtigen Thema, denn das Wichtige an Dylan, das sind ja nun mal seine Texte. Er hat wunderschöne Melodien geschrieben, kein Zweifel, aber die Texte sind das, was ihn ausmacht und deswegen haben wir uns gedacht, auf diese Texte müssen wir schon noch einmal ein bisschen zu sprechen kommen. Es ist nicht ganz einfach für einen deutschen Musiker, einfach so Dylan zu singen mit deutschem Text, denn er ist einer der Künstler, der sich jede Übersetzung vorlegen lässt und genehmigen lässt. Und wenn ihm das missfällt, dann erlaubt er die Veröffentlichung gar nicht, dann gibt es rechtliche Probleme. Stefan Waggershausen zum Beispiel, der hat zunächst einmal ein Stück von ihm gecovert auf CBS damals noch. Und das war auch ganz kultig vorgestellt bei Ilja Richter, die Neuentdeckung des Jahres, Stefan Waggershausen mit einem Dylan-Song, ist aber trotzdem riesig gefloppt. Dann hat er die Firma gewechselt, hat eine ganze LP aufgenommen und ich habe ihn irgendwann mal gesprochen über dieses Thema und er sagt, er ärgert sich heute noch, die Firma weigert sich, diese Langspielplatte zu veröffentlichen. Ist schon 20 Jahre her mittlerweile, wer weiß, ob es die Band noch gibt. Schade, schade, schade drum. Hätte ich ganz, ganz gerne gehört, wie er das Thema anpackt. Stefan Waggershausen und das, was er mittlerweile macht, naja gut, das hört dann doch lieber meine Schwiegermutter oder was weiß ich wer. Wir wollen aber dieses eine Beispiel von Stefan Waggershausen bringen, um zu sehen, wie man solche Dylan-Texte ins Deutsche transferieren kann. Da geht natürlich immer was verloren an der unglaublichen Poesie und an der Wortkraft von Dylan. Als Beispiel dieses A Hard Rain's Gonna Fall. Double Play, das heißt erst Originaltext und zwar diesmal mit Brian Ferry, auch ein echter Kultstar, bekannt durch Roxy Music und dann diese relativ seltene deutsche Aufnahme von Stefan Waggershausen. Ihr kennt das alle schon in meiner Sendung, immer wieder ein kurzer Jingle, was ist hier sonst noch in der Stadt los, was kann euch Z noch alles bieten? Nach dem Überraschungserfolg von... Ja, auch Dylan war ja gerade uncool. Jetzt wird hier fast etwas uncool, der ganze CD-Stapel. Ja, und wir gehen jetzt natürlich wieder back to the roots.
weg vom guten alten Willen und ich jedes Mal wieder weiter an Schwung. Damit niemand sagen kann, ihr hättet nicht gewusst, zum Beispiel, dass auch der Dillen kommt. Nämlich am 31. Sonntag, 31. Mai. Oh, im Park. Wenn ich jetzt an diesen Niedigen zurückdenke, dann bin ich ganz froh drüber, dass man sogar den nicht mehr versteht. Denn bisher habe ich mich immer darüber geärgert, dass ich meinen Englischlehrer allesamt so viel Mühe gegeben haben und ich trotzdem so viele Probleme hatte, Dillen zu übersetzen. Da hatten sicherlich auch andere ihre Probleme, denn wenn er seine Texte übersetzen hat lassen, dann hat er sich nicht mit einer normalen Übersetzung begnügt, sondern dann wollte er eine Nachdichtung und dann wird es natürlich problematisch, dann muss das alles passen mit dem Reim und mit den verschiedenen klangpoetischen Lautfolgen und was weiß ich, was da alles bei Dillen dazugehört, damit er sein Ja-Wort gegeben hat. Die Mühe, die sich manche dabei gemacht haben, die lohnt sich aber natürlich, wenn es um Dillen geht. Und ich habe mal jetzt ein ganz spezielles Beispiel herausgesucht für das, was Dillen zu sagen hat. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen an Zeit und Ort zurückversetzen. Bei Radio Z, ganz klar, da seid ihr allerhand an knallharten Texten gewöhnt. Aber man muss sich vorstellen, das Jahr 67 oder 68, Amerika ist mitten im Vietnamkrieg und die Fernsehstationen übertragen die Bilder von Kindern mit verbrannten Hautstücken, mit Kindern ohne Arme, ohne Beine, zerfetzt von Napalm. Und man muss ja bedenken, die Amerikaner haben noch in den 50er Jahren eine riesen Hatz veranstaltet auf alles, was irgendwo links war oder kommunistisch war, mit dem Herrn McCarthy. Und da kommt nun so ein Typ daher und macht so ein ganz knallhartes Lied über oder gegen den Krieg, wo er natürlich speziell auch diese Bilder aus dem Vietnamkrieg im Auge hatte. Ich möchte dazu jetzt mal eine kleine Textkostprobe geben. Das Lied heißt Masters of the War. Kommt ihr Meister des Kriegs, die ihr all die Kanonen baut, all die Flugzeuge des Todes, die tonnenschweren Bomben. Ihr, die ihr hinter Mauern und Schreibtischen euch versteckt. Ich habe hinter eure Maske geschaut, euer wahres Gesicht entdeckt. Alles, was ihr je gebaut habt, war nur zur Vernichtung bestimmt. Ihr spielt mit meiner Welt, als ob sie euer Spielzeug wäre. Ihr drückt mir ein Gewehr in die Hand und weicht meinen Blicken aus und dreht euch um und lauft davon, wenn die Kugel zischt aus dem Lauf. Ihr lügt und betrügt wie Judas dereinst und versucht mir einzureden, ein Weltkrieg sei zu gewinnen. Doch ich sehe euch durch eure Augen und ich sehe durch euer Hirn, so wie ich durch das Wasser sehe, das aus meiner Traufe rinnt. Ihr spannt den Abzugshahn, den einer abdrücken soll. Dann setzt ihr euch hin und seht gemütlich zu und die Gräber werden voll. Ihr versteckt euch in euren Willen, während das rote Blut aus den jungen Körpern fließt und im Schlamm versickern tut. Ihr habt die schlimmste Angst verbreitet an allen Plätzen. Die Angst davor, noch Kinder in die Welt zu setzen. Als Leiche habt ihr schon eingeplant, mein noch ungeborenes Kind.
Ihr seid nicht einmal das Blut wert, das durch eure Adern rinnt. Wer bin ich denn schon, dass ich so etwas sage? Sagt ruhig, ich hätte keine Ahnung. Sagt ruhig, ich sei noch ein Kind. Doch wenn ich auch jünger bin als ihr, so weiß ich doch eines bestimmt. Nicht einmal bei Jesus werdet ihr Gnade finden. Beantwortet mir eine Frage. Hat euer Geld so viel Macht? Lässt sich Vergebung erkaufen? Habt ihr daran ernsthaft schon gedacht? Ich glaube, ihr werdet merken, wenn euch der Tod einst einholt, dass ihr auf euer Geld verzichten müsst und damit eure Seele nicht wieder bekommt. Und ich hoffe, ihr sterbt bald. Ich warte auf den Tag. Dann folge ich eurem Sarg am bleichen Nachmittag und sehe zu, wie ihr versinkt in eurem dunklen Grab. Und warte, bis ich ganz sicher bin, ihr seid für immer tot. Und dieses Lied, damit jetzt die ganzen Tonbandfreunde nicht wahnsinnig werden, noch einmal ohne die Textzugabe, dafür in einer wunderschönen Version von dem blinden Sänger José Feliciano. Das kam gut. Es waren ja eben nicht nur Männer, die Bob Dylan interpretiert haben, sondern auch Frauen. Wir hatten schon John Baez heute und jetzt hier eben ja, die richtige Hippie Queen, Melanie. Und am Ende, da wird dieses Stück ja auch so richtig Hippie-mäßig. Doch jetzt kommen wir wieder zur anderen Interpretation. Brian McGuire, von ihm kennen sicherlich viele, Eve of Destruction, aber auch er hat Dylan interpretiert. Und da kann der Sloni vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich möchte vorher doch noch zu der Melanie was sagen, weil der Thomas darauf hingewiesen hat, dass wir auch Frauenpower machen wollen. Da muss man allerdings schon ganz ehrlich sagen, wenn man so die Covers durchschaut, es war halt nun mal so, 60er, 70er Jahre, da waren eigentlich mit wenigen Ausnahmen, Janis Joplin etc. pp., war das Rock- und Pop-Business, das war schon auch so ein typisches Macho-Geschäft, ein typisches Männergeschäft. Und nur wenig Frauen haben die Chance bekommen, sich da behaupten zu dürfen. Und auch bei der Melanie war das so. Natürlich
war das zunächst einmal die Hippie Queen mit schönen langen Haaren und schönen braunen Augen und mit auch einer sehr süßen weiblichen, vielleicht sogar sexy Stimme. Sowas, das konnte man gerade noch verkaufen. Aber irgendwo der Gedanke der echten Gleichberechtigung, dass man da wirklich genauso viel auch gute Rockfrauen, die es sicherlich auch gab, gefunden hätte, das merkt man hier gleich beim Durchforsten der Archive. Das ist also auch noch recht einseitig. Vielleicht hätte man auch mal untersuchen sollen an den Texten von Bob Dylan, wie er zu dem Thema Gleichberechtigung steht. Das machen wir aber sicherlich in einer der vielen folgenden Sendungen, die unbedingt noch kommen müssen, weil wir jetzt schon sehen, dass wir hinten und vorne nicht fertig werden. Deswegen ganz schnell jetzt der Barry McGuire heißt er. Der ist deswegen wichtig, weil er eigentlich der Erste war, der überhaupt zu einem Protestsong, also einen Song mit wirklich Texten, die die Leute auch angesprochen und angestachelt haben, die heiße Themen angegriffen haben, in den Popcharts gelandet ist. Dieses Eve of Destruction, das war der erste Protestsong in der Popgeschichte, der überhaupt in den Charts war. Und der hat natürlich liebend gern auch Bob Dylan aufgegriffen. Danach Simon & Garfunkel, die man auch kennt als zwei, die sich gerne einfach die Klampfe genommen haben, wie eben in den typischen Pfadfinderzeiten und wunderschöne Melodien gesungen haben, die natürlich auch mit Dylan-Songs vertreten. Und da haben wir hier ein ganz wichtiges Stichwort von Bob Dylan, nämlich The Times, They Are A-Changing. Aber erst Barry McGuire. Wieder mal ein Rockfestival und damals, 86, hat man es dann eben mal wirklich im ganz großen Stil aufgezogen und hatte damals auch versucht, direkt in das Gelände dort hinzukommen. Das ist aber nicht genehmigt worden, aber immerhin relativ nah noch zu Wackersdorf in Burg Lengenfeld. Es waren also doch so gut 100.000 Leute dort gewesen und jede Menge Musiker und Journalisten und das Ganze lief über dieses ganze Wochenende. Ein riesiges Gelände voll mit Leuten und eben alle vereint in ihrem Kampf, in ihrem Widerstand gegen die Wiederaufbereitungsanlage. Ja, und auch da natürlich wurde wieder auf das alte Material, sozusagen auf die alten Protestsongs von Dylan zurückgegriffen. Und eben gerade dieses Like a Rolling Stone ist dann später mit draufgekommen auf einer Doppel-EP, die von diesem Konzert veröffentlicht worden ist. Und ja, ich denke, dass gerade dieser Protestzusammenhang natürlich auch sehr gut passt zu Dylan. Und ich finde es halt auch immer wieder faszinierend, dass jetzt so viele Jahre später, Like a Rolling Stone ist 65 geschrieben worden, das Konzert hier von 86 statt, also 21 Jahre liegen da dazwischen. Aber auch da greift man genau wieder Dylan auf, greift man wieder genau dieses Thema auf. Und die Version, die ich euch jetzt vorspielen möchte, ist so eine Art All-Stars-Version. Sind verschiedene bekannte Größen, insbesondere natürlich aus deutschen Landen, dort aufgetreten. Und ja, wie das dann meistens so ist bei solchen Konzerten, dann so gegen Ende des Konzerts, wenn wir dann nochmal so zusammen auf die Bühne kommen, wenn es dann so an den Abschluss geht, in diesem Fall war das der Abschluss von dem ersten Tag, von dem 26. Juli, das heißt, ich entsinne mich schon noch, dass das dann mehr so am frühen Morgen war, so um drei so ungefähr, wo sich dann Wolfgang Ambros, Wolfgang Niedecken, Anna Heigis und natürlich gerade für uns Nürnberg hier immer wieder interessant, Kevin Coyne, zusammen auf die Bühne begaben und Like a Rolling Stone gesungen haben. Von Wolfgang Ambros gibt es eine eigene Version, von Wolfgang Niedecken gibt es eine eigene Version. Und so konnten sozusagen die auch textlich dort wirklich ganz hervorragend mischen. Jetzt also Like a Rolling Stone in einer All-Star-Version. Deine Kassette hat nicht ganz gereicht. Ja, ja. Thank you.
glaube ich, gut vorstellen, so diese melancholische Abschlussstimmung bei dem Konzert nach diesem Stück. Ja, und wir sind jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Und auch ganz melancholisch. Und auch ganz melancholisch, genau. Aber nochmal vielen Dank, Schoni, dass du mit dabei warst. Und ja, ich habe zu danken. Und zwar nicht nur vielen, vielen herzlichen Dank an dich, Thomas, dass du mich hier eingelassen hast. Bei dir in Living in the Past. Ja. Was Sie nicht sehen können, das ist der Falco Seifert, bei dem auch ein herzliches Dankeschön. Der hat nämlich tonnenweise all die Platten und CDs mit raufschleppen müssen, die wir jetzt alle nicht mehr spielen können, weil die Zeit läuft uns davon. Es kommt mehr, versprochen ist versprochen. Letztes Dankeschön noch an den Karl Wiesent, dass er mich in seine Plattensammlung gelassen hat, die so groß ist, dass er meistens selber gar nicht weiß, was er für Schätze drin verborgen hat. Aber ich finde immer welche. Dankeschön und das letzte Wort, der Thomas. Genau, ich möchte natürlich nicht versäumen, das nochmal auf meine nächste Sendung hinzuweisen, weil diesmal gelingt es mir endlich mal, mir jetzt vorher schon mal überlegt zu haben, was ich das nächste Mal mache. Wir hatten heute schon mal diese Anspielung von wegen Frauen in der Rockmusik und kommen doch eigentlich ziemlich wenig vor. Ich möchte mich das nächste Mal ganz einer ganz bestimmten Frau widmen, nämlich Nico. Einige von euch wissen es vielleicht, ich habe ja vor einiger Zeit schon mal eine Sendung über The Velvet Underground gemacht, wo ja auch Nico schon vorkam. Und damals schon erwähnt, dass Nico ja auch noch einige höchst bemerkenswerte und interessante Solo-LPs gemacht hat. Nico ist jetzt vor fast genau 10 Jahren gestorben. Das ist für mich mit der Grund, da im Juni diese Sendung anzusetzen. Ja, und jetzt sage ich mal ganz einfach Tschüss und bis dahin, weil wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo wir den Sendeschluss-Jingle loslegen müssen. Also, bis dann. Ciao. Und der läuft nicht an, ne?